So, da bin ich wieder bei einer weiteren Folge aus meiner Elternzeit, aus meiner Babyzeit. Weiter geht es. Setze Holopop, ja. Jetzt, wo die Ich lasse Tarnung mich steht, überraschen. solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, Das um die verstehe ich immer gar Illusion nicht. aufrecht zu erhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Ich muss jetzt dahin. Ich schwebe! Krypto, wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Mission fehlgeschlagen. Ich habe Mist gebaut. Wiederholen. Ja, kennen wir schon. Krypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Vergiss nicht, dich zu tarnen, Krypto. Okay, dann wollen wir mal. Jetzt, wo die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Na, lass mich mal überraschen. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Und guck mal, was mich jetzt so erwartet. Ich wäre gern Cowboy. Aber wer wäre mein Cowgirl? So. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? In diesen schicken Schuhen. Im Moment hat man mich noch nicht entdeckt. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, die wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Country roads, take me home. Nixon ist ein Außerirdischer und Huffman auch. It's howdy do the time. Sind die echt alle außerirdisch, oder? Ja, ich schätze mal, es ist nichts Verwerfliches dran, wenn sich Tiere friedlich zusammentun. Immerhin ist das hier eine Farm der Tiere. Ich kann spüren, wie meine Arterien verfetten. Mein Kopf sagt Amos, doch mein... Seltsam. Ich habe plötzlich das Verlangen, eine Kuh zu melken. Zwangslos. Präsident Nixon war der größte Amerikaner, der je gelebt hat. Nicht diese Außerirdischen pumpe ich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf... Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Redet er von Melone oder redet er gerade von seiner Freundin? Etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Vernünftigen Präsidentschaftskandidaten ist doch ganz klar. Ich hab mein Busticket. Hollywood, ich komme. Das wird mein Grund. Ja, der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla bla bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Zeit mit der sexy Miss Rockwell zu verbringen. Ja, wie Eiweißkörper aus dem Urzeichen. Die können quatschen. Ein Muster bildet sich. Es kenne noch mehr Menschen, Crypto. Zu einer Grillparty ein. Meine Güte, Onkel Stanley stand heute Onkel Milty in Frauenkleidern. Immer noch verdammt scharf, wenn man... Oh ja. Ich könnte ein Porträt. Es sollte sich mal ein heißer Landstreicher hier verirren. Mein Herz. Hast du einen Blick ins Miss Rockwell? Ich verspüre plötzlich den Drang, Hosen zu tragen. Mr. Ed gegen Francis, den ich sprechenden. Hab das nicht. Vielleicht sollten wir auf Bio umsteigen. Ja, ich weiß, oh, Junge. Für die Kurven an der Heute fühle ich mich ganz schön wild. Haltet euch fest, Jungs. Gleich also das meinen Sie mit im Heu rum. Was genau ist eigentlich ein Euter? Reiß dich zusammen. Bitte, lass mich schreien. Ich will Miss Rockwell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die Faust aufs Auge.
Mann, hab ich einen Körper. Jedes Mal, wenn ich in die Scheune gehe, stelle ich mir Jane Russell... Der alte Jack ist angeblich auf Öl. Ich wäre so gern ein Cowgirl, aber wer könnte mein Cowboy... Wie viele Möglichkeiten gibt's denn, eine Kuh zu kochen? Von der Abschlussballkönigin zur Kuhmarkt. Boah, ich hatte niemals... Was es wohl zum Abendessen gibt? Ach ja, Rind. Schon. Jedes Mal, wenn ich in die Scheune gehe, stelle ich mir Jane Russell im Heu vor. Und... Ich muss einen Polizisten finden. Und dann einen Bock. Bin ich jetzt alle durch? Ich bin einmal rumgelaufen. Ich frage mich, was meine Bessie davon hält, als Steak in einem Supermarkt zu landen. Steak. Oh, war ich das? Ist ja schrecklich. Aber ich glaube, jetzt sollte ich langsam mal raus. Es tut so weh! Shretto, wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Mission fehlgeschlagen. Schon wieder. Muss ich neu starten? Na gut, töte keine Menschen. Warum nicht? Macht doch Spaß. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, den wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Mann, dieses sprechende Pferd im Fernsehen. Ein Schwein und eine Spinne? Was zur Hölle sollte mir das sagen? Durchgehen kann ich nicht. Okay, jetzt geht's erstmal hier rein. Jetzt muss ich doch wieder jeden einzelnen scannen. Was gäbe ich jetzt für eine gute Pizza? Mal sehen, Maisbrot? Da ist es wieder. Kommt schon, Jungs, meine biologische Uhr. Mann, oh Mann, sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Ich klatsch mir ein. Ich hoffe, Lenny weiß, was er... Ich darf ja niemanden töten, das ist schade. Ist das draußen auf dem Cola? Warum hat Billy Ray nur Augen für Joe und... Okay, ich brauche eine Pause. Diese Kuh sieht langsam viel zu lecker. Oh, dieser Elliot Ness dürfte mich jederzeit... Heute fühle ich mich ganz schön wild. Vielleicht reite ich den Hengst mal. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. So. Spiel fortsetzen. Gott, ich liebe Amerika. Man muss das ja nicht alles nochmal so laut hören. Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig mache. Sonst scanne ich jetzt das dritte Mal ein. Ah, das ist eine Anzeige. Außerirdische im Maisfeld? Wäre es denn so furchtbar, Tofu zu nehmen? Oh, Baby, es ist so. Ah, ich sehe gerade links ist ein Balken. Ich habe den Drang, Hosen zu tragen und meinen Namen zu ändern. Ich habe mein Busticket. Hollywood, ich komme. Haltet euch fest, Jungs. Gleich bin ich... Nixon, gibt's was, was... Ein Schwein und eine Spinne? Was zur Hölle sollte mir das... Mein Kopf sagt Amos, doch mein Körper sagt Andy. Mann, oh Mann. Sie mag Krieg ich das irgendwie hin heute noch? Weiß ich nicht. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Kommt schon, Jungs. Oh, da stehen jetzt alle auf einmal. Uhr tickt wie eine... Die armen Schweine. Die... Ich weiß nicht, was Johnny Appleseed gesät hat, aber ich glaube nicht. Was ist ein Elvis? Eigentlich würde ich gerne dirigieren. Der beste Test für einen vernünftigen... Der Burke Withers ist doch belämmert. Der Tod. Ich will Miss Rockwell. Oh Gott, hat das seine Arbeit hier. Sitze ich hier Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt.
Passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, ein Musikbibliothek. Ich kenne noch mehr Menschen. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich mache euch in deiner Arbeit. Muss eine neue Zukunft. Einen das mit den Wechseljahren auch zweimal passiert? Verdammt seist du, Crawford! Mr. Ed gegen Francis, den sprechenden Esel. Okay, ich brauche eine Pause. Dann mach doch eine Pause. Warum hat Billy Ray nur Augen für Joe und interessiert? Lana Turner oder Doris? Ich bin Königin! Endlich! Was? Das grenzt echt an Arbeit. Wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Habe ich das jetzt endlich mal geschafft? Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu untersuchen und vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus, nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Pflanze einem mickrigen menschlichen Gehirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Okay. Dann wollen wir mal. Wo muss ich denn hin? Diese komische Mist war es gewesen, ne? Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Ich soll sie begleiten. Dann gehe ich mal hinterher. Wo ist der Ausgang? So. Dann wollen wir mal hinterher rennen. Genießt das Fest. Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. Macht ihr denn? Was zur? Muss weiter. Füße bringen mich. Okay, meine Tarnung ist aufgeflogen. Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Crypto, was machst du denn da? Zurück in Reichweite mit dir. War das was richtig? Gut. Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die schade, dass der sich jetzt verwandelt hat, ey. Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden. Speichern, mal gucken. Oh Gott, was wird das heute? Die ist ja so doof. Moment mal. Wo bin ich? Das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh warte Gott. Doch mal, du lernst fliegen. Oh bitte, das kitzelt. Ey, das typische Geschieht bei dir. Oh ja, genau da. Nicht aufhören. Das Spiel verarscht echt die Frauen. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Klappt immer.